Erstens, bislang hat das internationale Krisenmanagement funktioniert. Es ist nicht zu einem Kollaps des Weltfinanzsystems gekommen. Und das, obwohl wir in den letzten Wochen an den Finanzmärkten eine weitere Zuspitzung der schlimmsten Bankenkrise seit Jahrzehnten erleben. Und zweitens, die Bürgerinnen und Bürger müssen keine Angst um ihr Erspartes haben. Nach unserer Auffassung geht es nicht um eine ökonomische Krise, sondern es geht um eine Krise der geistigen und moralischen Orientierung der westlichen Industriegesellschaft. Und ich bin sehr froh, dass der deutsche Steuerzahler bisher deutlich niedriger belastet worden ist und auch belastet wird. Die bisherigen Kosten zur Stabilisierung der in Schwierigkeiten geratenen Banken ist weitaus weniger als die Kosten, die entstanden wären für unsere Wirtschaft, wenn wir diese Stabilisierung nicht vorgenommen hätten. Die Hauptbetroffenen sind die Bürgerinnen und Bürger, das sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, das sind die Rentnerinnen und Rentner und das sind die Empfänger sozialer Leistungen, die aufgrund dieser Unterwerfungshaltung gegenüber den internationalen Finanzmärkten mit fallenden Löhnen, fallenden Renten und sinkenden sozialen Leistungen bezahlen müssen. Das ist der gesellschaftliche Zusammenhang. Die USA, meine Damen und Herren, und darauf lege ich gesteigerten Wert, sind der Ursprung der Krise und sie sind der Schwerpunkt der Krise. Es ist nicht Europa und es ist nicht die Bundesrepublik Deutschland. Warum haben Sie nichts unternommen? Es ist eben so schön jetzt, das ist ja so passend jetzt, wenn Sie auf die USA zeigen. Ja, die USA, da ist alles ganz schlimm gewesen. Nein, packen Sie sich an der eigenen Nase, haben Sie genug in der Hand, Herr Bundesfinanzminister. Stellen Sie sich einmal Ihrer eigenen Verantwortung. Wie groß die Probleme in den USA aktuell sind, zeigt ein Vergleich mit dem Programm zur Beilegung der seinerzeitigen sogenannten Savings and Loans Krise. Das war Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Das damalige Rettungsprogramm der amerikanischen Regierung betrug 3% des amerikanischen Bruttoinlandsprodukts. Das, was die jetzt machen, kostet bereits 5% des amerikanischen Bruttoinlandsprodukts. Und dass Sie immer noch keine Lehren daraus gezogen haben, Herr Bundesfinanzminister, haben Sie im Dokument Ihrer Haushaltsrede zu Protokoll gegeben. Dort reden Sie in einer Situation, man fasst es ja nicht, wo der amerikanische Finanzminister, Sie haben das richtig dargestellt, 5% des Sozialproduktes einsetzen muss, um die Märkte zu stabilisieren, reden Sie von einer weiter sinkenden Staatsquote. Es geht um nicht mehr und nicht weniger, als die Finanzmärkte sozusagen neu zu zivilisieren. Und darüber vergleichbare Krisen in der Zukunft möglichst zu verhindern oder mindestens in ihrer Schärfe abzubrechen. Wie können wir das erreichen? Sicher nicht alleine durch moralische Appelle gegen exzessive Übertreibungen und eine spekulative Zügellosigkeit. Eine wirksame mittel- bis langfristige Antwort auf die Krise kann deshalb nicht allein in erneuten Selbstverpflichtungserklärungen oder Selbstregulierung der Finanzindustrie liegen. Zunächst einmal, davon haben Sie nicht gesprochen, Herr Bundesfinanzminister, möchte ich hier für meine Fraktion noch einmal erklären, dass wir der Überzeugung sind, dass das Wechselkursregime heute völlig falsch ist, das zur Spekulation verleitet und dass daher eine seit 20 Jahren auf der Tagesordnung liegende Vorschlag aufgegriffen werden muss. Das ist eben eine Stabilisierung der Wechselkurse der Leitwährungen, wozu mittlerweile die chinesische Währung auch gehört. Das sind Zielzonen, die international bereits seit vielen, vielen Jahren gefordert worden und die der Nobelpreisträger Robert Mandel kürzlich wieder in einem Interview der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gefordert hat. Eine weitere Erkenntnis ist, dass wir nach der Bankrotterklärung des auf weiten Teilen des Finanzmarktes in den letzten Jahrzehnten dominierenden Laissez-faire-Kapitalismus neue Verkehrsregeln brauchen, wie Helmut Schmidt es jüngst formuliert hat. Das zweite ist eine Regulierung des internationalen Kapitalverkehrs. Das hatte der Herr Schmidt gemeint, was er schon vor 20 Jahren gesagt hat, Herr Bundesfinanzminister, dass man eben wie im Autoverkehr, wie im Schiffsverkehr oder wie im internationalen Flugverkehr natürlich Regeln braucht. Oder nehmen Sie einen Spekulanten wie Soros, der gesagt hat, wenn schon das Kapital in wenigen Monaten hineinfließt in eine kleine Volkswirtschaft, es war damals die Krise in Thailand, dann muss man zumindest Ventile haben, damit dieses flüchtige Kapital nicht von einem Tag auf den anderen rausfließt und damit die ganze Volkswirtschaft ruiniert. Also Kontrolle des internationalen Kapitalverkehrs ist die zweite Forderung, die ich hier vortragen möchte. Die mir wichtige Antwort ist eine stärkere Regulierung auf internationaler Ebene. Auf internationaler Ebene, weil sie sich weitestgehend der nationalstaatlichen Reichweite entzieht. Und die dritte Forderung ist das Austrocknen der Steueroasen. Sie glauben doch nicht, dass Sie die Dinge in den Griff bekommen, wenn das weiter so ist, dass augenzwinkern viele Industriestaaten sich Steueroasen halten, in denen dann Geld gewaschen wird und nicht versteuertes Geld sich immer mehr anhäuft. Dann kriegen Sie keine Ordnung in die internationalen Finanzmärkte. Wir wollen, dass die Banken Risiken eingehen können. Das ist prägend für das Bankengeschäft. Aber nur solche, die sie mit ausreichend Eigenkapital unterlegt und in der Bilanz aufgeführt haben. Nur solche Transparenz schützt vor vergleichbaren Krisen wie die gegenwärtige.
Das bedeutet nicht, in Zukunft Finanzinnovation zu verhindern, aber sie transparent zu machen, und zwar auch den Prozess ihrer Entstehung. Im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD steht unter dem Stichwort Finanzmarktpolitik: Produktinnovationen und neue Vertriebswege müssen nachdrücklich unterstützt werden. Wenn man schon Produktinnovationen sagt bei diesem Geldhandel, dann ist schon höchste Vorsicht geboten. Dazu wollen wir die Rahmenbedingungen für neue Anlagenklassen in Deutschland schaffen. Hierzu gehören der Ausbau des Verbriefungsmarktes. Das ist genau der Schrott, der bei der IKB gehandelt wurde, wo Ihr Staatssekretär dabei sei. Sie haben das ja ermöglicht, dass dieser Schrott gehandelt wurde. Das steht hier im Koalitionsvertrag. Wieso sagen Sie dazu nichts? Allen Beteiligten, meine Damen und Herren, muss klar sein, dass sich Renditen von 25% nicht erzielen lassen, wenn darüber nicht unverhältnismäßig hohe Risiken eingegangen werden oder andere Marktteilnehmer vorsätzlich beschädigt werden. Ein solches Renditerennen führt früher oder später in den Zusammenbruch der Märkte, weil es nur auf Kosten anderer geht. Es ist schizophren, wenn die Anreiz- und Vergütungssysteme der Banken die Jagd nach Umsatzvolumen und Renditen befeuern, ohne die dabei eingegangenen Risiken zu berücksichtigen. Das wollen wir ändern. Ganz zum Schluss haben Sie leise etwas gesagt zu den Renditeerwartungen. Aber wir wussten doch seit vielen Jahren, alle, wie wir hier versammelt sind, dass fast täglich in den Wirtschaftsspalten der Zeitungen stand: Wir, der Betrieb so oder die Bank so, wir wollen eine Kapitalrendite von 25%. Sie haben das jetzt als schizophren bezeichnet. Sie hätten früher sagen müssen, das ist verrückt, Herr Bundesfinanzminister. Das ist schlicht verrückt. Auch in der Europäischen Union setzt sich Deutschland schon seit einigen Monaten energisch und erfolgreich für eine Stärkung der Finanzstabilität ein. Nach Ausbruch der Krise im Bankensektor vor einem Jahr hat der ECOFIN-Rat am 9. Oktober 2007 ein Arbeitsprogramm zur Stärkung der Effizienz und Stabilität beschlossen. Diese sogenannte ECOFIN-Roadmap enthält zahlreiche Maßnahmen, um Schwachstellen der internationalen Finanzmärkte zu beseitigen. Bei diesen Maßnahmen geht es darum, die Aufsicht über die Finanzmärkte und das grenzüberschreitende Krisenmanagement zu stärken, die Transparenz an den Finanzmärkten zu erhöhen, Aufsichtsregeln zu Kapitalanforderungen und das Risikomanagement zu stärken. Machen Sie jetzt hier nicht ebenso den Clown, Herr Bundesfinanzminister. Sie tragen die Verantwortung für diese Fehlentwicklung. Sie können nicht immer so tun, als würden Sie dabei sitzen, aber Verantwortung haben Sie nicht. Ihr Name ist doch nicht Hase. Soviel ich weiß, ist er immer noch Steinbrück. Die Tugenden, meine Damen und Herren, die Max Weber vor 100 Jahren für einen Politiker beschrieben hat, sind aktueller denn je. Leidenschaft, Verantwortungsbewusstsein und Augenmaß. Aber eines ist das Thema, um das es hier geht, und das möchte ich in einem Satz zusammenfassen. Es geht hier um die Wiederherstellung der Demokratie und die Wiederherstellung des Sozialstaates. Für eine neue soziale Idee.